Heute begrüße ich die beiden Ausbilder der Wu-Wei, Jan Lewinski und Diviamde Martin Sommerfeld. Willkommen. Danke. Dankeschön. Du gehörst zum Bereich Qigong und du zum Bereich Tai Chi. Was ist denn jetzt der genaue Unterschied zwischen Tai Chi und Qigong? Gut, dann fange ich einfach mal an, indem ich mal kurz sage, was ist Tai Chi? Ja. Eigentlich heißt es ja auch Tai Chi Chuan. Da hatten wir schon mal in einem anderen Bereich drüber gesprochen. Und das ist eine innere Kampfkunst und gehört zu den großen Kung-Fu-Stilen aus China. Mhm. Und Qigong? Qigong ist eine Gesundheitsarbeit, aber auch eine spirituelle Arbeit, also eine Arbeit an dem eigenen Geist. Aber in der Regel kennt man das bewegte Qigong, langsame Bewegungen, einzelne Bewegungen, wo man da auch schon den Unterschied zum Tai Chi sieht. Im Tai Chi sind ja ineinander überfließende Bewegungen, im Qigong sind in der Regel immer Einzelbewegungen. Und die Bewegungen sind sehr ähnlich, deswegen werden sie auch verwechselt. Ja. Wie gerade schon gesagt, ihr seid bei der Ausbilder der Wu-Wei Akademie. Du bildest also im Bereich Tai Chi aus und du im Bereich Qigong. Wie sieht denn so eine Ausbildung aus? Oder als was kann man denn überhaupt ausgebildet werden? Ja, man kann als Kursleiter ausgebildet werden im Qigong oder als Lehrer im Qigong. Und so eine Ausbildung schaut so aus, dass man vertieft diese Ausbildung. Das heißt, man hat schon Qigong in der Regel gemacht. Also selten, dass totale Anfänger anfangen. Also ich empfehle auch immer erstmal Qigong zu üben, in einer Gruppe mitzumachen, einige Grunddinge zu lernen und dann in die Ausbildung. Denn die Ausbildung vertieft nicht nur, sie ist auch ein bisschen anstrengend in der Form, dass man halt sehr viel übt und sehr viel Theorie bekommt. Und das muss natürlich verarbeitet werden. Auch wenn es 3 Jahre sind, so eine Kursleiterausbildung, ist das doch sehr intensiv. Okay, und davor also Unterricht und dann die 3 Jahre sind... Und dann, man geht dann in die Ausbildung, wenn man es gerne möchte. Und da gibt es immer unterschiedliche Motive, warum man so eine Ausbildung machen möchte. Der eine hat das Motiv, dass er das Qigong vertiefen möchte, sein Qigong verbessern möchte, erforschen möchte, sich selbst dabei weiterentwickeln möchte. Der andere hat das Motiv, eine Schule zu eröffnen oder als Nebenberuf Qigong zu unterrichten. Heutzutage machen ja viele noch nebenher einen Job und das ist eine gute Gelegenheit, dann zum Beispiel als Qigong-Kursleiter Geld zu verdienen und zugleich seinen Qigong sogar noch zu vertiefen durch das Unterrichten. Toll. Und im Tai Chi? Im Tai Chi, kannst du sagen, ist das Ganze gleich von den Voraussetzungen, die Diviam eben so genannt hat. Mhm. Also es ist sehr gut, wenn man vorher schon umfangreiche Tai Chi-Kenntnisse hat. Also mit umfangreich meine ich, man sollte schon eine Choreografie können. Und dann haben wir auch die Ausbildungsstufen Kursleiter und Lehrer. Das Besondere, denke ich mal, bei uns ist, dass wir auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung beim Lehrer mit dabei haben. Das heißt, da lernst du dann eben auch als Lehrer, wie muss ich richtig kalkulieren. Das ist nachher eine ganz wichtige Sache, wenn man aus seinem Hobby, wenn man damit eben auch Geld verdienen möchte. Und das, denke ich mal, zeichnet uns aus und uns zeichnet auch aus, dass wir eben zwei wirklich erfahrene, langjährige Praktiker sind und wir mischen die Dinge nicht. Wir haben die Sachen sehr sauber voneinander getrennt. In der Tai Chi Chuan Ausbildung lernen die Kursleiter, was ist Qigong, und das lernen sie von Diviam. Mhm. Und im Qigong lernen die Qigong-Kursleiter, was ist Tai Chi Chuan, und das lernen sie von mir. Und so hast du kein Misch und unsere Leute können das eigentlich auch sehr gut unterscheiden. Toll.